Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Cult of the Lamb und dem Wollschaf des Grauens. Ja, ist ein bisschen her, ne? Wir gehen natürlich auch gleich mal rein ins Spiel. Schauen wir mal, wo wir waren. Wir sind Spielzeit 21 Stunden und 10 Minuten, Tag 100. Ja, Jubiläum, ne? Wir haben 12 Jünger und 13 Häuser. 14 sind gestorben von uns. Und wir wollen dem Kalmar an den Kragen. Und dazu rauchen wir noch einen Vorboss. Und dann ist er fällig. Auf geht's. Hinein. Schauen wir uns erstmal um bei uns hier, wie es aussieht im Lager. Was macht unser Lagerleben denn? Ja, mein Schäfileinchen, komm hier. Guck böse, guck so schön böse. Du kannst das so toll. So. Oh, gibt's doch schon wieder schöne Sachen für mich. Gleich alles abholen. Irgendjemand macht wieder. Oh. Ja, Geschenke sind immer willkommen. Wieso sind unsere Leute denn hier krank? Das. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Christina, du bist auch schon wieder so gut wie unterwegs hier, ne? Hm. Ja, freue du dich. Kriegst erstmal meinen Segen. Katusch! Ja, Mama. Na, du machst was, du baust was. Aber ist irgendwo hier jemand schon wieder gestorben, den ich nicht sehe, oder was? Na, du bist jetzt hierher gekommen. Warum sind wir denn ungesund? Klo überlaufen. Ach, alles klar. Na, jetzt. Es war ein Scheißhaus wieder mal. Nicht mehr in Ordnung. Oh Gott. Ganz schön viel jetzt eingesammelt schon, ne? Ah, da. Fleisch her. Immer Fleisch her. Da ist keins drin. Oh, hier. Wieso machst du nichts? Ja. Mal schön arbeiten hier, Leute. Da war auch schon wieder. Das gibt's doch nicht. Nee, keiner. Ja, her mit euren Ressourcen. Kackvögel hier, verpisst euch. Überall gibt's hier Geschenke für mich. Das ist so toll. So, jetzt haben wir genug Geschenke geholt. Können wir denn eigentlich eine Predigt halten? Na, der Tag ist ja fast rum. Vielleicht habe ich es auch gemacht. Ah, wir können eine Predigt halten nochmal. Ein Ritual können wir auch durchführen. Mal gucken, ob wir ein Ritual der Wiederbelebung machen können. Wir brauchen ein neues Grab. Ah, verdammt. Almosen für die Armen. Hm. Wenn auch jemanden opfern, ne? Wie viele Knochen habe ich denn überhaupt? 380. Also Knochen sind immer gut unterwegs zur Zeit, ne? Hm, Ritual des Anhängeraufstiegs. Ich kann da nochmal einen Anhänger auswählen, den ich nochmal aufsteigen lasse. Ja, jetzt warten wir erstmal ab. Wir gucken nochmal nach. Was? Stefan hat die Eigenschaft Todesangst. Christina, oh nein, Christina ist gestorben. Oh nee, wo so? Oh nee, oh nein, nein. Oh, ach Mann, oh. Schon wieder, so schnell. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich wieder kein Grab hier frei. Wer liegt denn hier eigentlich? Jonati. Der Markus liegt hier. Müssen wir halt neben Markus ein Grab bauen, so. Mann! Rauf da jetzt! Nein, geht weg! Macht eure Arbeit! Ihr braucht mir jetzt nicht helfen! So. Ach, Christina. Ja, ja. Ruhe in Frieden, Christina. Ja, ja, ich kümmere mich gleich um dich. Du willst wieder irgendeinen Kram von mir. Erstmal wird das Grab verbessert hier. Helf mir beim Grab bauen, los. Ah, das ist der Nokre, oder? Der will wieder irgendeinen Scheiß nur von mir. Ja, ja, sei angepisst, Pukrion. Freu dich über die schönen Sachen. Stefan hat am Grab getrauert. Du beschwörst wohl irgendwas. Was machst denn du? Ich bin Zeuge Badri. Wieso bist denn du so komisch drauf? Und guckst du böse? Okay, den Toten zu sehen hat sich gefreut. Eigenschaft, Tempo, arbeiten. Hm. Hä, wieso hat denn der rote Augen gehabt? Komisch. Da hat er irgendwie. Geh weg.
Ich muss jetzt erstmal meinen Segen bei ernten. Eine göttliche Inspiration. Unterhaltet euch, macht was ihr wollt. Da oben, oh, da gibt's Essen. Ach, ich bin schon wieder nur am Managen hier. Ja, komm her so. Pflanzt mal ein bisschen was an hier. Ist auch schon fertig. Kannst du ruhig abernten. Stefan, mach du dein Geschiss. Da geht mal alle schlafen, dann habe ich ein bisschen Ruhe. Und am nächsten Tag geht's los auf Kreuzzug. Gold brauchen wir auch immer zu, ne? So, dann habt ihr was zu tun hier am nächsten Tag. Dämonen beschwören. Ja, ich würde dir gerne, aber wen? Sind denn... Er sammelt hinterlassen Eifer. Einmal. Plus 13 plus 1. Die haben alle Hunger. Ich muss was zu essen machen. Der Chakre. Oder wie explodiert in seiner Nähe? Seit 19 Tagen Mitglied. Einmal. Fünfmal. Den Pukrion. Jetzt haben wir den Pukrion. Was machst du? Roten Herzen zurück. So, Pukrion, es tut mir ja leid, aber du schläfst jetzt nicht. Du wirst jetzt hier so ein komisches Ding. Du bringst mir nämlich dein Herzen. Mal gucken, ob der Pukrion dann auch noch danach wieder da ist. Zeuge Bartin, was machst du? Oh, greift den nächsten Gegner alle paar Sekunden mit Nahkampfangriffen an. Na komm, du auch. Ja, ihr fühlt euch da nicht wohl, wenn ich euch dämonisiere, aber ich brauche euch da. So, und jetzt gucken wir, was wir noch zu essen machen können hier. 99 mal Grasmahlzeit, das ist ja richtig gut. 16 Mal, eine tödliche Mal. Nee, machen wir nicht. Köstliches Fischgericht. Einmal. Eine Krankheit ausgelöst wird 5%. Oh. Ergibt. Gibt's denn auch mal was, das sofort stirbt? Nee. Ich möchte irgendwas, wo keiner stirbt und keiner Krankheiten kriegt. Die Anhängerloyalität erhöht sich bei der die miese Mischmahlzeit. Fäkalien, alles. Ach Leute, echt. Schmackhaftes Gericht für Vegetarier. Sogar die sind hier mit drin. Machen wir halt das schmackhafte Gericht für Vegetarier. Machen wir jetzt. Wie oft? Oh, und die übliche Frage. Ich glaube, 11 Leute haben wir, ne? Ja, 11. So, und einer kriegt den Fäkalienschmaus. Ja, da bin ich der Koch. Das Lamm. Am Kochstand. So, für euch. Damit ihr nicht hungern müsst. Oh. Sind noch mehr hier irgendwie Goodies, die sie wieder irgendwo hingemacht haben für mich? Meine Geschenke, wo sind meine Geschenke? Ja, euch nehme ich nachher gleich mit, wenn die aufgestanden sind. Diese ekligen Spinnen, da werde ich auch noch hingehen.
Na, dich kann ich jetzt noch nicht aufnehmen. Ich glaube, wir haben keine Bruchdruck, wir haben noch Betten frei. Christinas Bett ist ja wieder frei geworden. Ne, Natre. Nein, ich kann das nicht ernten, wenn die schlafen oder was. Nee, kann nur mit denen sprechen. Das will ich aber nicht. So, die haben alle Hunger, das ist gut, die gehen erstmal alle schön essen dann. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Nacht länger dauert. Kann das sein, dass sie nicht mehr so schnell rumgeht? Können wir noch ein Grab bauen? Wir brauchen sie sowieso wieder irgendwann. Mensch, Jung. Die Leute hier fallen, wie die fliegen. Runterguckt, das sieht ja aus. So. Ah, nächster Tag bricht an. Vorsorglich schon mal ein Loch bauen hier. So, jetzt geht ihr erstmal schön essen. Da war schon wieder einer, der irgendwas von mir wollte. Stefan, was ist mit dir? Was isst du? Hau dir erstmal einen Ranzen voll, jawohl. Und dann könnt ihr euch schön eure Arbeit widmen hier in meinem Kult. Und beschwören und Huhn machen. Was ist denn die nächsten alt? Mit C-Paar. Hab ich den nicht. Na komm, jetzt machen wir erstmal noch schnell unseren. Unsere Predigt und dann ziehen wir los. Kommt her, auch ihr alten Säcke. Und lausche den Worten der Krone. Jawohl, seid Liebe, Lämmer. Und gebt mir eure Ressourcen. Ja, da haben wir schon jemanden dran. Alles noch leer machen hier vorher. Damit die auch wieder was hinlegen können. Okay. Da liegen noch Mahlzeiten. Wieso esst ihr denn nichts? Wie doof. Im Moment sind alle gesund. Alles gut. Also, wir gehen auf den nächsten Kreuzzug. Reisen tun wir nicht. Und wir wollten zum ranzigen, hässlichen Kalmar. Ah. Generierung. Oh nein, da ist er wieder. Nicht doch schon wieder. Jetzt kriege ich erstmal meine Karten, okay. Tür des Todes. Reduziert sich die Lebensenergie auf ein halbes Herz, wird allen Gegnern Schaden zugefügt. Super. Geschenk aus der Tiefe. 10% Chance beim Töten eines Gegners ein blaues Herz zu halten. Jawohl. Meister des Fachs. Allgemeiner Waffenschaden erhöht sich um 1,2. Jawohl, super. Neptuns Fluch. Es ist möglich, dass Gegner einen Fisch fallen lassen. Das habe ich bis jetzt fast immer gekriegt. Und jetzt kann ich mir erstmal anhören, was der mir wieder für eine Scheiße hier sagt. Und wie er wieder meine Leute quält nebenher. Hinfort, Bestie! Suche woanders Genugtuung! Du wirst die Schwelle meines Tempels nicht überschreiten! Hast du eine Ahnung? So, erstmal die Waffen her. Was gibt's? Oh, nicht schon wieder so eine Kralle. Ach Mann, ich muss sie ja nehmen. Ist ja mal, wie es aussieht, ne? Ah, aber sie macht Bissschaden. Oh, das ist gar nicht so schlecht bis jetzt. Alles wegmachen, ihr Rasenmäher-Schaf. Ihr wisst, wie es ist. Das ging ja mal fix. So, wir gehen erstmal nach oben. Ah, die Kralle, die tut wieder einen Geist beschwören, wahrscheinlich dabei. Wenn ich jemanden töte mit, das ist nicht schlecht, weil die Geister greifen ja dann auch den Gegner an. Ja. Aber, was sagt die Map? Und er könnte nach rechts gehen, nach links. Ich glaube, nach links nochmal gucken. Nicht, dass da dann. Wer ist besser denn? Du schießt aber was Großes hier. Au! Verrecke! Hässliches. Sag mal, Leute, hier mit euren scheiß Bällen, Junge. Ihr geht mir echt auf den Zünder. Da haben wir ein Herz. Ich kann es leider nicht nehmen. Aber das blaue Herz müsste ich doch nehmen können, oder? Ja, geht doch. Hahaha, grün. Wo sind die Knochen? Ich brauche Knochen, Leute!
Gebt mir eure Skelette! Ja, Gras geht auch. Nehme ich auch mit. Und ein halbes Herz auf jeden Fall auch. Man holt ja echt viel raus nebenher, wenn man mitzeln ist. Aber warum kriege ich dich denn nicht? Das ist das Normale wahrscheinlich. Ja? Da ging es ja jetzt nicht weiter, ne? Okay. Dann haben wir das da war ein rotes Herz. Ja, aber wie soll das Skelett mal rausgeschossen? Ihm auch. Oh nein, Hekel, was willst du von mir? Es ist ja gar nicht. Shamura. 5 werden zu 4 werden, zu 3 werden, zu 2 werden, zu einem. Und der wird zu nichts. Kalmar hatte schon immer Angst vor der roten Krone. Ja, die Angst hat ihn in einen Feigling verwandelt. Das ist eine hässliche Spinne, ne? An meiner Tür wird es als nächstes klopfen. Klopf, klopf, das Lamm kommt, um zu zerstören das Ende aller Tage. Was für eine Plage. Ja, du wirst sehen, was kommt. Ihh! Was seid denn ihr? Ihr seid ja hässlich. Ihr habt... hässlichen Spinnen. Gefreckt. Aha, das ist so mal so ein kleiner Einwand für die nächste Tür wahrscheinlich. Und ich weiß dann auch schon, wer hier nicht mehr weiter zuschaut. Ich glaube, Christina ist dann raus. Scheiße. Sterb. Meine Dämonen, mein kleiner, mein Helferleinchen, kommt mit mir. Nach oben geht es weiter. Das ist wieder so ein hässlicher Fallschmeißer. Ich hasse sie. Und wieder eine Falle mit dabei. Nein, was hast du wieder geschafft? Sperr, du Ballwerfer. Du hässliche Spinne, genau. Bist von der Falle getötet worden. Ich finde das so geil, das Spiel ist so gut, echt. Na. So schlecht sind die Krallen gar nicht im Moment, aber ich mag es einfach nicht. Ich möchte was haben zum Zuhauen, also richtig zum Zuhauen. La, 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 la. Aha. So, einfach wieder... Oh, nee, der Eifer ist aber nicht wirklich voll geworden, ne? Im Rote Beet bekommen wir 10 Münzen. Naja, prima. Gucken wir mal, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Hier gibt's Essen. Jünger brauchen wir nicht, da können wir einen Jünger kaufen, glaube ich. Wir gehen mal auf Ressourcenjagd. Wir holen uns was zu essen. Lalalalala, Erntetag, leer Erntetag. Ja, 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 der Erntetag. So viel war das jetzt aber nicht, naja. So, okay, nach dem Erntetag gehen wir auf den Holztag. Oben, das war wieder das Fragezeichen. Das ist doch, glaube ich, das immer mit der Krone. Nee. Da wissen wir nicht, was kommt. Das sind dann so Challenges, ne? Wir gehen da lang. Wir holen uns Holz. Alles Holz ist mein. Her damit. Ich will ein böses Schaf sein. Was habe ich hier für ein Dünnschiss da hin? So. So, weiter. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir noch hier Ressourcen holen. Oder Waffen. Gibt's Stein? Und da gibt's ja wieder Essen, ne? Aber das haben wir ja eigentlich. Ah, wir gehen auf Stein. Mal wieder Gold. Richtig gut hier. Können wir wieder Gold machen. Also Talerchen produzieren lassen beim Segnen. Na, fällst du jetzt, du Gras? Rasenmäher-Schaf war wieder brutal unterwegs. So, wir müssen jetzt ja nach links. Okay, anders geht's ja sowieso nicht. Ja. Da kommen wir... Oh doch, wir könnten auch hier hin. Hier ist wohl Kämpfen angesagt. Und hier ist der kürzere Weg. Da haben wir nur noch... Hier kriegt man Waffen vielleicht wieder zum Wechseln, ne? Ja, wir gehen auf die Waffen.
Ich möchte gern wieder ein One-Hit-Wonder haben. Als Waffe. Vielleicht eine Axt. Ja, gesessen. Ein Schuss und Hit. One. Hit and Run. Mitzel, 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 Mitzel. So, jetzt kommen wir wieder nach oben, nach unten. Was gehen wir? Wir gehen erstmal nach oben. Was seid denn ihr für komische? Einer ist noch da, oder? Hä, wo ist denn der? Hat der mich jetzt geschlagen? Nee, hat er nicht. Haha, ich hab ihn geschlagen. Haha. So, Knochen her. Oh, da war ein Herz drin. Ein grünes. Gar nicht so schlecht. Nimm das doch mit. So. Jetzt hätte ich was liegen lassen. Geht ja gar nicht. Und wieder ein One-Hit. Kill. Oh, wir haben einen verloren. Verdammt, einer ist gestorben. Von meinen Beschworenen. Wo hab ich den jetzt hingeschossen? Ah ne, der ist nicht gestorben, der hat mir ein Herz gebracht. Sehe ich das richtig? Ja, ja, der hat mir ein Herz gebracht. Und ich sehe eine Axt, ich sehe eine Axt. Jawohl, Lido, ich sehe eine Axt. Aber das Herz bringt mir nichts, weil ich es nicht nehmen kann. Volle Lebensenergie, okay. So, was haben wir denn hier? Ruf der Krone. Zum Zielen gedrückt halten. Ein heiliges Projektil, das besessen werden lässt. Ja, komm. So, ich kann nur eins wählen, ne? Das war doch so. Beides abdrücken. Ich habe nur 6,3 Schaden bloß. Echt jetzt? Was haben wir denn? Die Kralle hat 5,1 und 0,8 Geschwindigkeit. Nimm die Axt. Ja, auf jeden Fall nehme ich die Axt. Das Wikinger-Schaf. Haben eigene Waffen geschlagen. Ich habe sie mit ihren eigenen Waffen gekillt. Oh Mann, ey. Was ist hier mit mir los in dem Spiel? Ich find's einfach so gut. Es macht einfach Spaß. Es ist einfach bis vorhin. Ja. Ich hab viele Projekte, aber bei dem hier, das ist. Lalalalala. Wackeln wir ein bisschen rum. Sumsidum. Wackeln wir rum. So. Sterbt, ihr hässlichen Kleinen. Gras her. Steine her. Färben her. Alles her. Nichts auf dem anderen. Kein Stein auf dem anderen. So, haben wir das? Ja, das haben wir. Ah, wenn du hier so Speedrun-technisch unterwegs bist, gell, dann sammelst du das ja nicht. Aber das kann man später machen. Wenn man alle geschafft hat, dann geht man halt nochmal durch. Ah. Oh, was haben wir denn da halt jetzt? Erhalten. Kristallfenster. Ein gewölbtes Fenster aus Buntglas. Das ist ein Angertiefen. Das kann ich einfach so irgendwo hinbauen wieder. Ja, und dann lasse ich mein Buch flattern dafür. Und stecke es wieder ein. Ah, sieht aber ganz cool aus, ne? So. Hinein in mein Buch. Diese blaue Pause. Blaupause, wie wir sie nennen. So, er ist wieder unterwegs. Der andere sucht mir wieder ein Herz wahrscheinlich. Ja, dann auf zum Boss. Zum letzten Vorboss. Hua. Hua. Und jetzt her mit einer Inspiration. Jawohl. Göttliche Inspiration freigeschaltet. Ich weiß. Du hässlicher Stachel. Wolltest du mir jetzt sagen hier? Sterb!
Prügel dir deine Knochen aus dem Wanst, Junge. Ach, und fehlst du. Und dann ist er so doof, das Zeug zu treffen hier, was rumliegt. So, und weiter geht's. Ha, ich fort mit dir. Nix, mach's dir. Ah. Au. So, jetzt gibt's wieder neue Waffen, schon wieder. Knochen einmal, das kann ich wieder nicht nehmen. Ja. Weil meine normale Lebensenergie noch nicht angekratzt wurde. Bis jetzt nur die grünen Herzen. So, was haben wir denn jetzt hier? Haben wir wieder eine Kralle? Ah, gnadenloser Dolch. 8. 18. Hm. Gewährt die Chance, beim Angriff auf Gegner einen kritischen Treffer zu verursachen. Nope. Ein Handschuhpaar mit tödlichen Stacheln. Anfänglich schwach, aber nach einer abgeschlossenen Kombination vernichtend. Die sind schnell, aber ich will keine Handschuhe. Ich mag das nicht. Nein, wir bleiben bei unserem. Oh, war der falsche Weg. Verdammt, ich wollte ihn anhauen. Oh, verdammt. Nicht aufgepasst. Jetzt haben wir fünf, ganz schön viel Gras schon mittlerweile, ne? Du hässlicher, kleiner Scheißer! Ist hier noch einer? Warum ist die Kiste noch nicht da? Da oben, die Sau, die hängt fest! Hahaha! Ja, mit deinen Knochen! Ab mit seinem Kopf! Hätte die Herzkönigin gesagt, in Alice im Wunderland. Ab mit deinem Kopf! Ja. Mitzel! Ressourcen! Alles meins! So, ihr könnt nach oben gehen und nach links. Wir gehen erstmal nach oben. Ich hab's gewusst, ich war zu langsam. Jetzt haben sie mich aber ganz schön angekratzt, schon wieder hier. Ich nehme ein rotes Herz, bitte. Du darfst mir ein rotes Herz bringen. Mein beschworener kleiner Geist. Ist ja auch unterwegs gerade wieder, ne? Aber wir haben unten was vergessen. Wir gehen erst nochmal da unten rein. Kann nicht liegen hier. Ja, vom Wand geknallt, Junge. Aber er lebt noch, er ist noch da. Er schmeißt Bomben, die Sau. Kleiner, hässlicher. Bombenschmeißer. Junge, eine Blaupause haben wir da jetzt geholt. Den Raum hätten wir sonst wieder vergessen. Also ich zumindest, kenn mich doch. Und ein Herz, das ist echt gut. So, was haben wir freigeschaltet? Erhalten Kristalllaterne. Hey, cool. Ein großer Kristall, der sanft schimmert. In Ankertiefen. Her mit. Wir nehmen ja gerne mit. Macht voll aus. Gucken wir uns mal alles so hinstellen bei uns. In unseren Clan. In den Kult. Langsam wird es lang ein bisschen klein im Kult, ne? Wo ist denn der hier, mein Meister des Herzens? Der ist immer noch nicht wieder da. Kommst du jetzt mal bald wieder? Hey, Herzmeister. Hm. Brauch dich. Ist der doch gestorben vielleicht? Oha. So, mein Freund. Ja, komme doch. Ja. Haben wir den jetzt freigeschaltet? Ein Endmaster. Ich hätte gerne noch ein Herz zusätzlich, verdammt. Egal, Leute, rein da. Ja, der Weg kommt mir bekannt vor. Bloß in einer anderen Tiefe. Mir ist ein Herz gebracht. Ja, danke. Ah, jetzt ist es soweit. Ach, das ist er schon. Das ist er schon, Leute. Wir haben jetzt schon den Endkampf. Der vierte ist quasi er. Oh, ich bin gespannt, was das jetzt wird hier. Auf geht's. Mich lumpen lassen. Der Kalmar.
unbedeutender Kriecher. Du wirst noch lernen, lernen, wo dein Platz ist. Du verstehst es nicht, Lamm. Hör auf meine Warnung und bleib fern. Naja, jetzt wird er erstmal wieder gepusht hier von seinen Jüngern. Ich weiß nicht, was er wieder alles macht. Oh, bist du hässlich. Alter Schwede. 1000 Arme oder was? Ach du Scheiße, was hat der für schwer? Was hat der denn alles? Der mich verarschen. Hui, Alter, gleich einen verpatzt. Und dann noch diese hässlichen Kranken, diese hüpfen. Oh, der haut mir aber ganz schön auf den Sack. Hui. Oh, was ist das denn? Willst du mich verarschen? Nein. Was macht er da? Sterb! Oh, ich hab noch 3 Herzen. Alter, Verwalter, ich brauch Herzen, Leute. Oh, wie dumm bin ich denn? Was hab ich denn da? Nein. Sterb, du Hässlicher. Ich krieg dich. Oh. Jetzt wird's aber eng. Oh, mit dem letzten halben Jahr. Ich sehe den Out, Mann. Ich mein Schaf aus. Oh ja, ich habe gespielt wie der erste Mensch. Ich weiß, ich bin voll. Herzchen her, ich war fast tot, Mann. Ey. Das ist voll bedroschen. Ja. Alter Schwede. Eieiei, das war echt böse jetzt. Knochen her, bleibt nichts auf dem anderen hier. Alle her. Kommen wir alle mit. Unser Ritual und dann wird das Herz geholt von Kaimar. Du hässlicher Elender. Aber das war hart jetzt. Für mich als super schwer spielender alter Mann. Ein Herz eines Kritzers. Herr damit. Oh je, was haben wir denn? Da sind die Ketten gesprengt. Ein Doppelrun. Ja, was haben wir da jetzt gehalten? Erhalten Kalmar-Trophäe. Ein Trophäe für das Töten von Kalamar. Ja, aus den Ankertiefen. Haben wir. Gut, super. Hermit. Wird auch definitiv aufgebaut. Was haben wir da jetzt noch gekriegt? Eine Laterne. Eine Kristalllampe. Ja, her mit den ganzen schönen Deko-Sachen. Ach, wie toll. Aber ihr habt gesehen, dass ich der absolute Profi bin in solchen Spielen. Ich hätte nämlich fast Löffel abgegeben. Unser kleines Schaf war ganz schön angefressen. Letzte Herzbucht oben links noch, ne? Naja. Alle ungläubig läudert, jetzt er besiegt. Und Scheißer gefallen, jawohl. Hahaha. Fortsetzen! Oje, jener der wartet. Kalamar war schon immer ein Feigling. Dieses Land wird von fortan ein besserer Ort sein. Jetzt, da dieser erbärmliche, unterwürfige Kadaver nichts weiter als ein Haufen verwesenden Fleisches ist. Bald werde ich frei sein und die Welt nach meinem Bilde neu formen. Alle werden sich zum Kult bekennen. Alle werden sich meinem Namen unterwerfen. Das will ich aber nicht. Okay, Leute, da haben wir ja sogar in der Folge das Ding. Oh. Das Leiden wird sich in einem Triumph kehren und was einst zugrunde ging, soll fortan Beute machen. Okay. Ja. Wunder das Herz, ich habe es! Wir können ein neues Doktrinritual machen! Ja. Seid glücklich, meine Jünger! Nein, ich möchte nicht reisen. Oh, Geschenke, ja, nehme ich immer mit. Wie sieht's denn aus bei euch? Ich hab Hunger, ansonsten ist eigentlich alles okay, ne? Tja, Jo, ist auch nicht vollgeschissen. Also alles gut. Ach, bin ich froh, dass ich wieder normal reden kann. Ich habe mal eine Folge gemacht, wo ich nicht Scheiße sagen wollte. Ich hab ganz schön voll gehauen. Ja, beschenket mich in meinem Kult.
Hungrig seid ihr ja noch ein bisschen, ne? Tabernakel? Was ist denn hier eigentlich? Kann ich auch. Da auch alles fertig gekriegt, jawohl. Ah, hier können wir wieder neu machen. Lasst uns mal ein bisschen Gold machen. Und hier. So. Ich sollte mal schön was arbeiten, was zu tun haben. Was denn jetzt? Oh nein, die sterben schon wieder. Oh, verdammt. Schon wieder einer. Krepiert. Ja, jetzt geht weg da. Ich will nicht wieder. Ich will die mit ja, Tränen in den Augen. Ich hab sie auch. Haben wir überhaupt noch eine Grube? Oh, Leute. Doch, da unten ist noch eine. Unfrieden. Natre. Das ist ja voll der Stress hier mit euch. Gibt nicht so schnell den Löffel immer ab. Also nicht immer so schnell, Mann. So, was können wir jetzt noch machen? Bei Minute knapp drei, über 30. Wir bauen mal... wo war das? Dekoration. Nee, ich möchte... Die Lächeltrophäe haben wir ja schon. Na, so, die nächste. Nächste in der Reihe. Naja, das war nicht alles der Reihenfolge nach, ist mir egal. Dann baut mal schön. Meine Lieben. Ich kann freischalten, schon wieder irgendwas. Na gut. Die ist ja gar nicht mehr zum... Was war das da oben jetzt? Ja, komm, dann machen wir das Feuer frei. Schreit Flammen 3! Dusch! Damit ich auch wieder das Zeug ernten kann von euch. Die göttliche Inspiration. Meine Güte, habt ihr da reingehauen. Wahnsinn. Oh nein, du willst doch schon wieder irgendwas von mir. Nee, unterhaltet euch. Okay. Ja. Alter, was scheißt denn hier nur? Das Scheiß aus da hinten so voll. So, Klo ist da. Essen ist da. Fleisch ist drin. Und da auch. Hm. Oh, du willst doch schon wieder irgendeine extra Mission von mir. Nein, jetzt nicht. Da kommt wieder nur Dünnschiss bei raus. Aber wo ist er denn jetzt hin? Komm, wir fragen sie mal. Klojan, für einige Älteste wurden aus... Nein, das wird... Wohin denn noch? Kann die nicht alle aufnehmen? Ja, Leute, wir machen jetzt hier bei der Folge mal Schluss. Die nächste Folge wird anfangen wieder mit ein bisschen Management und, ja, ich werde auch mal wieder jemanden losschicken, glaube ich, ne? Wie viele Jünger haben wir denn eigentlich noch? Ist da jetzt einer von denen gestorben? Wir haben noch 10. Ein 11 hat man vorher. Und jetzt ist ja einer gestorben. Ja, das passt. Pierre, 75 mittlerweile. Ja, wir müssen auch mal wieder die Leute einzeln ein bisschen pushen. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Brauchen wir immer wieder den Mist. So, was ist hier? So. In dem Sinne, an meinem Friedhof verabschiede ich mich von euch. Speicher das Spiel. Freue mich, dass ihr mir zugeschaut habt. Und wenn ich euch unterhalten habe, dann freue ich mich noch mehr. Ja, dann könnt ihr mir auch gerne einen Daumen nach oben da lassen und vielleicht ein Abo. Gell? Und ich melde mich bei euch ab, wie immer, mit einem Tschö. Mit Ö.